Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Heute dreht sich alles um das Thema Versicherungen. Indoor, Outdoor, allgemeine Versicherungen. Aber kurz vorab, wir stehen kurz vor den 1000 Abonnenten und wir würden uns mega freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. Wir sind heute draußen unterwegs, weil es einfach gutes Wetter ist. Es wird langsam wieder wärmer. Bei uns auf der Schwäbischen Alb sowieso. Es wird wieder kälter wahrscheinlich. Ja, ja. Aber es ist ein warmer Tag heute. Wir sitzen hier auf der Parkbank draußen. Wir haben hier eine mega Aussicht. Wir haben uns entschieden, heute nicht im Studio zu sein, sondern haben gesagt, lass uns rausgehen. Und es dreht sich alles ums Thema Versicherungen. Fangen wir einfach mal mit dem Grundlegenden an. Ob Outdoor, ob Indoor-Bereich, spielt keine Rolle. Es gibt eine Versicherung, die ist essentiell. Top-Versicherung, wichtigste Versicherung. Die allerwichtigste, egal was man macht. Und das ist die Betriebshaftpflicht. Ganz easy, ganz trocken, Betriebshaftpflicht. Die ist mit auch die günstigste. Ja. Je nach Betriebsart, Mitarbeiterzahl und anderen Faktoren liegt ihr da zwischen 10 und 20 Euro im Monat. Also eine Versicherung, die eigentlich jeder bezahlen kann. Die ist ja billig. Für das, was sie abdeckt. Was deckt sie denn ab? Das ist eine gute Frage. Die Versicherung deckt alles ab, was von eurem Handeln gegenüber Dritten passieren kann. Bestes Beispiel, sag mal. Ihr habt das beste Beispiel, okay. Jetzt nehmen wir mal an, euer Automat steht im Outdoor-Bereich und jemand tritt den Automat. Und der Automat tritt zurück. Und der Automat fällt auf den Gegenüber, der jetzt den Automat getreten hat. Dann kann es durchaus sein, dass ihr in die Haftung genommen werdet. Richtig. Es ist so, dass natürlich bei Vandalismus immer ein bisschen recherchiert wird, wie und was. Das ist natürlich nicht einfach so, dass dann sofort die Versicherung einspringt und schreit, ja, ja, alles cool, sondern dann wird erstmal natürlich der, wo den Automaten getreten hat, geschaut, ob das nicht seine eigene Schuld ist. Aber wenn ihr jetzt irgendwie einen Fehler beim Aufstellen gemacht habt, dann kommt natürlich auch die Gegenpartei, dann schaut man natürlich, der nachgetreten hat, zurückgetreten hat, war er denn richtig befestigt? Stand er denn auf sicherem Boden? Hätte er denn besser gesichert werden können? Ja. Das sind alles so Faktoren, die natürlich, ihr kennt es alle, Versicherungen schauen, dass sie ihr Geld behalten. Aber diese Versicherung ist mitunter die wichtigste, wenn man ein Unternehmer ist. Egal was man macht, Betriebshaftpflicht ist immer mit die wichtigste. Die ist so recht günstig, gerade im Automatenbereich. Die hängt natürlich stark davon ab, in welchem Gewerbe ihr tätig seid. Da kann sie auch natürlich teurer sein. Ein Handwerker, bei dem dauernd irgendwas vom Dach auf andere Autos fällt, der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr für seine Betriebshaftpflicht zahlen. Aber wir Automatenaufsteller, Automatenbetreiber sind eigentlich da ziemlich günstig unterwegs. Ganz gut. Also, Top-Versicherung, aber zum Glück mit die günstigste. Sollte jeder haben. Spart da nicht. Neuer Punkt, neue Perspektive. Mal rede ich zu laut, mal rede ich zu leise. Wir wissen es noch nicht, ihr werdet es sehen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Es geht jetzt um die Outdoor-Geräte. Outdoor und auch Indoor brauchen beide Automaten eine Automatenversicherung. Also das heißt, dass der Automat selbst versichert ist. Das heißt, wenn jetzt irgendwas mit dem Automaten passiert, möchtet ihr ja nicht unbedingt, dass ihr auf dem Schaden sitzen bleibt, sondern dass das übernommen wird, weil in den meisten Fällen wird leider nicht ermittelt, wer der Verursacher war. Das bedeutet, braucht ihr eine Automatenversicherung. Die ist im Indoor- sowie aber auch im Outdoor-Bereich ziemlich wichtig. Im Outdoor-Bereich ist sie etwas komplizierter, weil hier ziemlich viele Punkte abgefragt werden und bestimmte Auflagen gelten. Ihr könnt zum Beispiel, so haben wir die Erfahrung gemacht, andere haben bestimmt andere Erfahrungen gemacht, aber bei Alkohol wird es immer schwierig, bei Tabak noch schwieriger und wenn beides drin ist, so gut wie unmöglich. Ja, das heißt, die Versicherung fragt natürlich ab, ihr habt einen Autoautomat, wo steht er? Das heißt, die genaue Adresse, wie ist er befestigt, wie wird er gegen Diebstahl geschützt, gegen Vandalismus geschützt, ist das Kamera überwacht, wie wird es mit dem Boden befestigt? Diese ganzen Punkte will die Versicherung wissen, am besten auch noch Fotos dazu. Genau. Sie will den Automaten die Seriennummer haben, sie will wissen, wie viel an Warenbestand, also in Cash, aber auch an Ware, so im Automaten drin ist. Und wie viel kann denn wirklich passieren, wenn jetzt irgendetwas, wie viel Schaden sprechen wir, wenn etwas passiert? Und diese ganzen Punkte möchte die Versicherung auf jeden Fall wissen und davon hängt dann auch der Beitrag ab. Der Beitrag
ist natürlich je nach Standort, so wie die mir gerade erklärt hat, und je nach Inhalt immer variiert der immer ein bisschen. Aber ich denke, grob gesagt, kann man hier mit circa 30 bis 60 Euro rechnen. Das ist ganz gut angesetzt. Wenn ihr jetzt euren Automaten direkt von dem Club aufstellt und Alkohol verkauft, rechnet gar nicht erst damit, dass ihr den versichern könnt. Aber wenn, dann nimmt den höchsten Betrag. Probieren kann man alles. 60 Euro ist für, sag ich mal, Alkohol vom Club. Die kann man aufbringen. Ja. Also wenn ihr Alkohol und Zigaretten oder Tabak oder Vapes verkauft, dann wird es meistens schwierig mit der Versicherung. Aber nichtsdestotrotz, versucht auf jeden Fall, geht auf Versicherungen zu, verschiedene, sprecht verschiedene an. In manchen Fällen weiß vielleicht der Berater gar nicht, um was es geht, Automaten. Dann fragt nach Elektronikversicherung, so werden die auch bei vielen benannt. Also das heißt, es ist ein elektrisches Gerät. Also auch einfach mal nach Elektronikversicherung anfragen. Automat, Elektronik, das geht so Hand in Hand ein bisschen. Stichpunkt Elektronikversicherung. Jetzt ist ja unser Automat versichert. Aber was ist, wenn jemand die Scheibe einschlägt und mir alles klaut? Was versichert sie denn ganz genau? Was passiert denn dann? Da kommt nun die Inhaltsversicherung ins Spiel. Vor allem auch, wenn ihr ein Lager habt mit ziemlich viel Warenbestand. Das ist jetzt gerade auch für den Indoor-Bereich sehr wichtig. Wenn ihr jetzt einen Automatenkiosk habt und nebendran vielleicht hinten irgendwo noch ein Lager, wo ihr eure ganze Ware lagert. Jetzt ist es so, wenn da einer einbricht, dann braucht ihr eine Inhaltsversicherung. Die nennt sich auch so Inhaltsversicherung. Die deckt euren ganzen Warenbestand ab. Und natürlich hängt die im Beitrag sehr stark davon ab, wie viel Ware denn ihr auf Lager habt. Jemand, der jetzt 2000 Euro auf Lager hat in Ware, bei dem wird es günstig sein. Bei dem muss man aber auch dann vielleicht die Frage stellen, ob sich die Versicherung überhaupt lohnt. Wenn ihr aber Waren um die 10.000 Euro im Lager rumliegen habt, dann ist es schon sinnvoll, eine zu haben. Und die kostet dann im Jahr circa 600 bis, nach oben gibt es glaube ich sogar keine Grenzen. Also so circa 600 bis 800 Euro könntet ihr auf jeden Fall rechnen, wenn ihr jetzt als Beispiel einen Laden mit 8 Automaten habt und vielleicht noch 2-3 Outdoor-Geräte habt, dann muss euer Warenbestand natürlich doch etwas höher sein. Ja. Und dann seid ihr mit 600 bis 800 Euro echt gut bedient. Und dann haben wir noch eine Versicherung, die ist zwar auch für den Outdoor-Bereich nicht unwichtig, aber gerade für den Indoor-Bereich fast zu empfehlen oder zu empfehlen, ohne dieses fast, ja, ist eine Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung deshalb, weil ihr doch mit verschiedenen Parteien interagiert. Ihr habt einen Laden, den ihr anmietet, ihr habt verschiedene Dienstleister, die da tätig sind. Und das Ganze, wenn es da irgendwie zum Streitfall kommt, dann wird es ziemlich teuer. Genau. Und das deckt natürlich eine Rechtsschutzversicherung ab. Eine Rechtsschutzversicherung wird euch jetzt auch im Vergleich zu einer Inhaltsversicherung nicht unbedingt die Hosen ausziehen, wird euch aber davon schützen, dass jemand euch die Hose auszieht. Genau. Die liegt, denke ich, auch so bei ca. 300 bis 400 Euro, je nachdem, was ihr noch inkludieren wollt. Ihr könnt die auch in Verbindung für Privatrechtsschutz nehmen. Das heißt, das ist sehr stark variierbar. Auch hier müssen wir sagen, wir sind ja keine Versicherungsberatung, keine Versicherungsvertreter. Alles, was wir erzählen, ist nur unsere eigene Erfahrung, die wir haben bisher. Unser Ansatz aber für allgemeine Versicherungen ist so: Eine Versicherung ist immer für den Fall, wenn es wirklich brenzlig wird. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr habt auf Lager 2000 Euro liegen und wenn die weg sind, dann tut es weh, aber ihr seid dadurch nicht ruiniert, dann überlegt, ob ihr die wirklich braucht. Und so versuchen wir, alle unsere Risiken abzuwägen. Genau. Wo lohnt sich eine Versicherung und wo lohnt sie sich vielleicht nicht? Wo kann man auch einfach den Schaden dann schlucken und sagen, gut, da muss ich jetzt durch, ist halt so. Und wo muss man schauen, wenn etwas passiert, dass ich lieber abgesichert bin? Gerade zum Thema Lager ist es auch oftmals einfach sinnvoll, das Geld, was ihr in die Versicherung zu stecken würdet, vielleicht auch einfach in die Sicherheit von dem Lager zu investieren. Wenn ihr ganz normale Fenster habt, baut vielleicht Gitter davor, tut das Schloss nochmal doppelt verriegeln, kommt nicht nachts hin, dass ihr nicht überfallen werden könnt. Solche Geschichten einfach auch sinnvoll schauen, wo lohnt es sich, das Geld selber zu investieren, um für Sicherheit zu sorgen, und wo ist dann das Limit gesetzt und man sagen muss, okay, jetzt komme ich an der Versicherung nicht vorbei.
Und da lohnt sie sich dann. Und da lohnt sie sich dann. So viel zum Thema Versicherungen. Wenn ihr Fragen habt, gerne da in die Kommentare rein. Lasst uns ein Like da. Und wie gesagt, wir sind nicht die Experten für Versicherungen. Wir erzählen nur von unserer Erfahrung. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Teilt die gerne mit uns. Es ist ein riesen Austausch und eine riesen Hilfe für alle von uns Aufsteller. Ja, lasst die Community leben mit Erfahrungen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.